Epoche bedeutet wörtlich innehalten, anhalten, also einen Zeitpunkt, von dem aus die Dinge eine andere Wendung nehmen. Was das Ende der Antike betrifft, hat man seit jeher eine ganze Reihe solcher markanter Punkte mit bedeutsamem Ereignischarakter angeführt. Sehen wir uns einige näher an. 313 gestatteten die beiden römischen Kaiser Konstantin der Große und Licinius in der Mailänder Vereinbarung die freie Religionsausübung. Diese sogenannte konstantinische Wende beendete die Christenverfolgungen und eröffnete den Weg zur weiteren Ausbreitung des Christentums, das im Jahr 380 schließlich römische Staatsreligion wurde. 325 fand das erste Konzil von Nikaia statt. Unter dem Schutz Konstantins wurden die verbindlichen ersten Lehrentscheidungen der christlichen Gesamtkirche niedergelegt. Die Urkirche tat damit einen großen Schritt zur Institution Kirche. 313 und 325 können als Epochenjahre betrachtet werden, wenn man religiöse Vielfalt und römischen Staatskult als prägend für die Antike und das Christentum als charakteristisch für das Mittelalter ansieht. Allerdings übersieht eine solche Sicht, dass einerseits das Christentum bereits eine 300-jährige Geschichte innerhalb des Römischen Reiches hatte und andererseits viele der neuen prägenden Kräfte des Abendlandes erst sehr viel später zum Christentum fanden. 393 fanden die letzten Olympischen Spiele statt. Auch das Orakel von Delphi und andere als heidnisch erachtete Bräuche werden abgestellt. Man kann darin das definitive Ende von Symbolen einer panhellenischen Kultur sehen, gäbe es nicht vorher schon Verfall der Spiele und zugleich Belege für ihre Fortdauer bis in das 6. Jahrhundert. 395. Nach dem Tod des Kaisers Theodosius wird das Römische Reich in Westen und Osten aufgeteilt. Der Westen gerät unter den Einfluss germanischer Heermeister. Der Osten übersteht, geografisch reduziert, als byzantinisches Reich. 476. Mit der Absetzung des letzten weströmischen Kaisers Romulus Augustulus endet verfassungsgeschichtlich das Römische Reich im Westen. Mit Teilung und dem Untergang Westroms und den Nachfolgereichen scheint ein sehr markanter Wendepunkt sichtbar zu werden. Dies eröffnet germanischen Reichsgründungen auf dem Boden des ehemaligen Imperiums im Westen neue Perspektiven. Besonders die Franken kommen kurze Zeit später zu einer sehr nachhaltigen Reichsgründung. Heute ist jedoch umstritten, inwieweit die Absetzung des Romulus Augustulus ein Ereignis war, das im Westen überhaupt wahrgenommen wurde, geschweige denn den Alltag einer Bevölkerungsmehrheit tangierte. 529 wurde als Epochenjahr für einen bildungs- und kulturgeschichtlichen Wandel angeführt. Die auf Platon zurückgehende Akademie in Athen wird geschlossen. Zugleich gründet Benedikt von Nursia in Monte Cassino das erste Benediktinerkloster. Dieses Jahr scheint also paradigmatisch für eine Verlagerung historischer Schwerpunkte zu sprechen. Ende umfassender östlicher heidnisch-antiker Bildungstradition und Beginn westlicher christlicher Klosterkultur, neue Horte von Bildung und Schriftlichkeit. So plastisch dies auch wirkt, so verblasst die Bedeutung doch, wenn man sieht, dass einerseits antikes Wissen gerade in den Klöstern überlebt, im griechischen Osten sowieso ohne Bruch, und andererseits eine Klosterkultur schon Jahrhunderte vor Benedikt existierte. Angeführt wurde oft auch das Jahr 565. Kaiser Justinian I. hatte noch einmal einen Teil des alten Westreiches zurückerobern können. Nach seinem Tod zerfiel das bis dahin noch als Einheit aufgefasste Imperium endgültig.
Und 3 Jahre später kam schließlich mit dem Langobardeneinfall in Oberitalien das letzte der Wandervölker zu einer eigenen Reichsgründung. Damit kann man das Ende der Völkerwanderungszeit markieren. Nach vielen älteren Vorstellungen endet damit eine antik-römische Geschichte und es beginnt eine germanisch-christlich-mittelalterliche. Als späteste Daten werden häufig genannt der Beginn der islamischen Zeitrechnung 622 oder die Anfänge der islamischen Expansion 632. Damit tritt tatsächlich ein neuer Global Player auf, der unter dem Vorzeichen einer neuen Religion eine arabische Leitkultur über große Teile der antiken Welt verbreitet und bis in die Gegenwart nachwirkt. Das waren nur einige der sogenannten Epochenjahre. Sie sehen daran aber schon, erstens erstrecken sich die Daten über mehr als 2 Jahrhunderte. Zweitens orientieren sie sich an ganz verschiedenen Maßstäben: Religion, Staat, Verfassung, Kultur und Bildung. Kein Epochenjahr ist für alle Aspekte tragfähig.